Servus Leute, ja, der November ist ein kleines bisschen mau ausgefallen. Ja, als Lesemonat war er eigentlich super. Ich habe mir zwar ein bisschen mehr vorgenommen, sind wirklich nur zwei Bücher geworden, wobei das eine über 800 Seiten stark ist und von dem her, das geht dann schon, würde ich mal sagen. Ja, das erste und eben auch über 800 Seiten starke Buch, das ich im November gelesen habe, ist von Cassandra Clare, Die Legenden der Schattenjägerakademie. Und ich habe dem Buch in meiner Vorstellung 15 Punkte gegeben, weil ich es einfach unglaublich stark und unheimlich toll gefunden habe. Und mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, in meinem letzten Video habe ich das Buch vorgestellt. Schaut euch das Video einfach an. Das war der große Kloppe aus dem November. Dann als zweites und eigentlich auch schon letztes Buch, das ich im November gelesen habe, ist Das Erbe der Macht, der 11. Teil, Zwillingsfluch. Das blende ich mal hier ein. Den habe ich gelesen, dieses coole, geile Werk von Andreas Suchanek. Da habe ich das vorletzte Video, glaube ich, drüber gemacht. Von dem her, wenn euch das interessiert und wie ich das fand, ich habe dem nämlich 14 von 15 möglichen Punkten für die ganze komplette Reihe gegeben. Schaut euch das mal an. Die Reihe ist unglaublich toll und ich freue mich schon so unglaublich auf den 12. und abschließenden Teil der ersten Staffel. Denn danach geht's weiter, aber eben mit einem anderen Hauptthema. Ich bin auch sehr gespannt darauf. Ja, das war im Prinzip schon mein Lesemonat und eines eben der Neuzugänge, nämlich eben Zwillingsfluch. So, kommen wir zum nächsten und auch schon letzten Neuzugang aus dem November. Und zwar ist das auch wieder ein Buch von Cassandra Clare, aber eben das andere Spin-off, also die andere Spin-off-Reihe und da eben die Fortsetzung, der zweite Teil aus den dunklen Mächten. Das hier ist übrigens der erste Teil, Lady Midnight. Und das hier, Lord of Shadows, ist der zweite Teil. Die Emma Carstairs, die wir ja aus den Chroniken der Unterwelt schon kennen. Und auch hier spielt sie eine kleine Nebenrolle mit. Lese euch mal ganz kurz den Klappentext vor. Die junge Schattenjägerin Emma Carstairs hat ihre Eltern gerecht, doch sie findet keinen Frieden, denn aus der Freundschaft zu ihrem Parapartei Julian ist Liebe geworden. Eine Beziehung, die nach den Gesetzen der Schattenjäger tödliche Konsequenzen hat. Um Julian und sich zu schützen, lässt Emma sich daher ausgerechnet auf Julians Bruder Mark ein. Mark, der 5 Jahre bei den Feenwesen lebte und dessen Loyalität nicht wirklich geklärt ist. Zumal Unruhe herrscht in der Unterwelt. Die Feenwesen mussten sich nach dem dunklen Krieg harten Bedingungen beugen und begehren auf. Emma, Julian und Mark müssen für all das kämpfen, was sie lieben, bevor es zu spät ist und ein neuer Krieg ausbricht. Wow!
Ich kann es nur echt mal sagen, eine meiner absoluten Lieblingscharaktere aus allen Teilen, Spin-offs und überhaupt aus der ganzen Welt um die Schattenjäger ist Emma Carstairs. Ich liebe das Mädel ohne Ende. Ich liebe den Charakter. Ich fand ihn von Anfang an unglaublich toll, unglaublich faszinierend. Ihr ganzes Leben, ihr Wesen und alles, was mit ihr zu tun hat. Ich finde es irgendwie, fand ich schon immer unglaublich toll. Wie gesagt, das ist mit mein absoluter Lieblingscharakter aus der ganzen Welt der Schattenjäger. Und ich freue mich jetzt so sehr, diesen Teil zu lesen. Denn so lang ist er nun auch noch nicht erschienen. Ist, glaube ich, um die Buchmesse erschienen. Das war's. Das hier und Zwillingsfluch habe ich gelesen. Zwillingsfluch und dieses Buch hier ist im November bei mir eingezogen. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.